Moin Leute, da melde ich mich mit dem ersten Teil Multikriminalität, Multikriminell. Ja, das ist jetzt so ein Erzählstrang, der findet zwischen den Milieus so ein bisschen statt. Ja, noch im Rechtsextremismus, die Übergangsphase zum Rockerclub und so weiter. Deswegen wusste ich nicht ganz genau, wie ich die Storys einbauen soll, aber es ist wichtig, um euch das zu zeigen, was so nebenbei passiert. Und wenn ich sage nebenbei, da sagen Leute, ja, okay, das ist Schwerstkriminalität, aber so fühlte es sich nicht mehr an. Und ich möchte euch hier erzählen, womit ich noch nebenbei meine Hände drin hatte, beziehungsweise womit wir versucht haben, Geld zu verdienen und womit wir nachher auch wirklich Geld verdient haben. Ein ganz klassischer Einstieg, glaube ich, für viele ist irgendwie, die dann so ein bisschen pumpen, Gewalterfahrung haben, sich geprügelt haben beim Fußball, im Extremismus, sonst was. Ja, jetzt einen auf Obermotz machen. Ja, ihr wisst ja, 3 Meter breit, 3 Meter groß. Ja, ich bin jetzt hier der beschissene King Kong. Dass die dann irgendwann oft bei der Türsteherei landen. Ja, das ist so ganz speziell noch. Ich glaube, besonders auch in den 90ern und in den 2000ern war das noch besonders, war Türsteherei noch eine riesengroße Milieusache. Heute dreht sich das Gott sei Dank, ja, da ist auch der Staat mehr hinterher, der Zoll, die Cops und so weiter und auch die Betreiber, dass sie seriöse Firmen nehmen, kann ich auch jedem nur empfehlen, stellt seriöse Firmen an die Tür für Veranstaltungen und so weiter, die dann auch Hand in Hand arbeiten mit staatlichen Kräften, mit Leuten, wie ich es war, mit denen das bringt nichts, das verschreckt Leute und ihr werdet sehen, was ich da dann erlebt habe. Also, geht der erste Teil, geht dann jetzt auch um die Türsteherei, ja, was ich dort erlebt habe. Das ist dann, das gehört so mit dazu, um dieses aufzubauen. Das ist wieder eine Spirale der Gewalt, eine Spirale der Kriminalität. Weil ich habe ganz, ganz selten erlebt, habe ich das überhaupt erlebt, dass irgendjemand als gleich Supergangster angefangen hat. Ja, das ist, glaube ich, was fürs Fernsehen, ja. Jeder macht irgendwie so erst seine kleinen Schritte und dann fängt man an zu gehen, zu laufen, nachher kann man dann mal springen und dann wird es natürlich alles immer intensiver. Ich glaube, das habe ich ganz gut erzählt, ne? Sehr bildlich. Na gut, okay. Türsteherei. Jetzt, die ersten Gehversuche in der Türsteherei waren noch zu Zeiten des Rechtsextremismus. Es war dann ja so, in einer anderen Serie hatte ich schon mal zwei Brüder erwähnt aus Wismar, die so ein bisschen versucht hatten, so mit Türsteherei ihr Geld zu verdienen. Die hatten so ein, zwei Türen, ja, wo sie dann da mal zwei Leute, da mal drei Leute hingestellt haben oder auf irgend so einem Dorffest und so weiter und beide wollten davon leben und so weiter. War alles, war glaube ich so zu dem Zeitpunkt, waren das schon so zwei so kleine Namen, aber ja, ist nie über irgendwie, ja, Mini-Kriminalität oder Mini-Einfluss drüber hinweggekommen. Die hatten dann eine Türsteherfirma betrieben, auch mehr schlecht als recht und natürlich war das auch so, oder das ist oft so, der Job an der Tür ist sehr, sehr undankbar. Ich glaube, da können einige hier auch gerne drunter mal kommentieren, ja, Hashtag undankbar. Das ist ein schlecht bezahlter, undankbarer Job mit ekelhaften Arbeitszeiten, mit vielen, vielen Menschen, die Frust rauslassen am Türsteher, an den Türsteherinnen. Das ist wirklich nicht einfach und er ist halt beschissen bezahlt. Obwohl die Türsteher, Männer und Frauen, dafür sorgen, dass ein gewisses Klientel, dass eine gute Stimmung sein soll, dass nicht zu viele Frauen, nicht zu viele Männer, oder gibt es zu viele Frauen im Club? Na gut. Ja, jetzt muss ich wieder Tritt fassen, Fuß fassen. Ja, eine Ausgewogenheit, wer ist zu betrunken, wer sieht nach Agro aus und so weiter. Da ist schon viel Verantwortung und wird dann aber schlecht bezahlt. Und natürlich dann jetzt noch, wir sind in Wismar und wir sind jetzt ungefähr im Jahr 2006, 2007, haben mit der Kameradschaft Werwolf, haben uns einen Namen erarbeitet, ja, Gewalttäter, immer wieder Gewalt, wir lassen uns nichts bieten, ja, wer sich mit uns anlegt, auch wenn wir verlieren, schlagen wir am nächsten Tag zurück, schlagen mit mehr Manpower zurück, schlagen mit Waffen zurück und wir lassen uns nichts gefallen, ja. Immer wieder gab es dann zwar so die Zwischentöne so dahinter und sagt so, ja, scheiß auf die und so weiter. Wenn man dann gegenüberstand, dann war dieses Scheiß auf die, war dann immer nicht mehr vorhanden, sondern dann wurde langsam genetzwerkt und hat gesagt, okay, die Jungs, die kann man gebrauchen, ja, wenn es Ärger gibt. Und so ist es dann auch gekommen, weil es schlecht bezahlt wurde. Ich sag mal so, was war so Stani-Bezahlung für irgendwie ein Dorffest-Türsteherei, wenn es ein 10er Cash gab oder so, dann wurden einige, glaube ich, schon ganz gut bezahlt. Ich habe mich jetzt mit dem 10er nicht ködern lassen.
Da ich aber die Kameradschaft Werwolf geführt habe, sind diese Brüder dann oft, die sind mal auch zu uns in den Werwolf-Club gekommen, in den ersten, ja, und haben da mal abgehangen, haben da mal ein Alster mitgetrunken oder sonst was. Und wenn sie dann immer halt mal Manpower braucht, ja, wenn sie mal eine größere Veranstaltung bekommen haben, so als Subunternehmer, und sie mussten mal 7, 8, 9, 10 sozusagen Doorman stellen, ja, oder ja, Direkttürsteher oder was sehe ich, so von Parkplatzeinweiser bis hin am Festzelt stehen, ja, ganz unterschiedlich. Und das war natürlich immer nicht ganz einfach. Man wollte jemanden bekommen, der am besten körperlich beeindruckend aussieht, der eine ruhige Art hat, aber wenn es hart auf hart kommt, dass er dann auch hart durchgreift. Ja, diese Leute wachsen nicht an den Bäumen und lassen sich mit Sicherheit nicht mit 10 Euro ködern. Für uns war das aber so, besonders im Werwolf-Club war es dann natürlich, gab es oft finanzielle Probleme bei vielen der Mitglieder, die angewiesen waren auf Hartz IV oder das auch ausgenutzt haben, ja. Und für die war das natürlich ein gewünschter, ja, Zuverdienst, den sie dann in der Türsteherei bekommen haben. Für mich selber muss ich dazu sagen, ich selber hatte keine finanziellen Probleme, ich habe sogar gut verdient. Und das, was die wenigsten immer zugeben, ist ja, wenn ich jetzt so Dokus sehe über Türsteher und dann fragen ja hier so, dann fragen diese großen YouTube-Kanäle ja immer, ja, machst du das, weil du geile Frauen abkriegst, oder machst du das, weil dein Ego streichelt oder weil du hier Macht ausüben kannst? Dann sagen die immer alle, nein, Zuverdienst, ich will meine Familie ernähren. Und ich will dies und ich will nur für Sicherheit sorgen, das ist so mir eine Scheiß drauf. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe das gemacht, nicht das Geld, deswegen, ob ich da jetzt mal 15 Euro die Stunde von denen kriege und mir die Nacht um die Ohren schlage und am Ende des Tages habe ich 90 Euro, war mir scheißegal, ja. Soll nicht, ja, war jetzt, das habe ich, da habe ich 5 CDs verkauft, habe ich das gleiche Geld verdient und habe das in 3 Minuten gemacht. Aber bei mir war das so, ja, das war so eine Art Machtposition, ja, jetzt so als Türsteher, so an der Tür stehen und so, ganz wichtig bei Veranstaltungen, so, nee, du nicht, komm, du bist zu betrunken, hau ab, Alter. Und dann, dass die Frauen so ankommen, ja, das war so ein Ego-Streicheln bei mir. Und das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, und da können auch andere Leute aus der Türsteher-Business immer drunter schreiben, oder es darf sich gerne jemand, der lange in der Türsteherei war, darf sich gerne melden auf diesem Kanal und darf seine Geschichten erzählen oder wie er das empfunden hat. Ja, also für mich war das einfach so, es war eine Ego-Sache, das Ego wurde gestreichelt und man fühlte sich cool so dabei, ja. Dann so losgefahren, man fährt ja dann auch so in seiner Truppe los, so ein VW-Bus, 7, 8 Leute drin, alle ganz wichtig, schwarz gekleidet, Security hinten, der Name drauf, ja. Packt sich dann so seine Handschuhe so hinten in die Jeans rein. Es tut mir leid, dass ich dabei so lachen muss, aber es ist so, weißt du, wenn ich heute so Bilder sehe, dann bin ich so peinlich berührt, ja, dann denke ich mir so, meine Güte, wie, ja, haben mich die Leute auch so angeguckt, wie ich heute diese Leute angucke, ja, also muss man das dann so darstellen und man geht ja auch ganz anders, man geht ganz arrogant, man setzt so einen Blick auf, ja, nicht ansprechen, bin hier wichtig, aus dem Weg, so, ja, man geht da zu 2, zu 3, zu 4, zu durch und, ja, das ist heute schon sehr unangenehm. Aber das macht was mit einem, ja. Ist wieder Gruppengefühl. Also auch das darf man nicht unterschätzen. Auch die Türsteherfirmen, gewisse Firmen sind sowas wie eine Art, das ist ein Milieu, ja, das Türsteher-Milieu. Das hat damit zu tun, weil natürlich, wer die Tür vorne kontrolliert, kann sehr viel im Laden kontrollieren. Wen lassen sie rein? Auch Türsteher, die selber Drogen verticken oder ihre eigenen Läufer drin haben. Ja, es gibt immer wieder Möglichkeiten, um Geld zu bescheißen als Türsteher, ja. Kann ich jetzt hier mal vielleicht 2, 3 Tricks, soll ich die schon raushauen? Was sagt ihr? Ja, okay. Also, was weiß ich. Auf einem kleinen Festival, wenn so eine Dorfbums irgendwie so, die lassen dann nicht extra so Bändchen drucken, ja, wo drauf steht hier Dorfbums an der Mühle oder so, sondern die holen sich irgendwie gelbe, pinke, rote Bändchen und so weiter. Das weiß man vorher natürlich nicht. Aber jetzt als gewiefter Türsteher oder so fährt man vorher los oder bestellt die und bestellt alle möglichen Farben. Ja, bestellt sich alle möglichen Farben 100 Mal, legt die sich ins Auto. Und wenn dann Leute kommen, kann man die Bändchen so verkaufen und verkauft 10, 20 Bändchen so noch nebenbei an der Tür, gibt die Bekannten, verkauft die zum halben Preis und wertet natürlich so seinen Stundenlohn auf. Das haben wir ganz, ganz viel gemacht. Oder Stempel, Leute durchgelassen, Gruppen gesagt, okay, komm, gib einen 30er, dann könnt ihr 5, 6 hier durch.
Also, da gibt es ganz, ganz viele Tricks und da kann man dann auch mit Geld verdienen. Deswegen geht es gar nicht so oft so um den Stundenlohn, sondern das Drumherum macht es viel. Ja, kann ja der eine oder andere auch mal erzählen, welche Tricks sie gemacht haben. Es gibt den Griff in die Kasse, es gibt Absprachen mit Bardamen, mit Eintritt, was weiß ich. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sich Provision zahlen lassen, wenn sie jemanden verticken lassen, Verstecke machen und so weiter. Also, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Für mich war es auf jeden Fall so die ersten Male los, tolles Gruppengefühl. Ich hatte das Gruppengefühl sowieso so von Werwolf, aber jetzt nochmal mit anderen Leuten unterwegs, die so ein bisschen nach Milieu gerochen haben, obwohl die nichts gemacht haben, außer vielleicht mal 3 Stangen Zigaretten zu verticken am Wochenende oder so. Aber sie haben es vorgespielt, ja, haben dann so ab und zu auch mal so von so weltweit agierenden Rockerclubs so ein Support-T-Shirt getragen. Das war dann für mich auch schon so, oh, krass, warum die das her, ja. Bin ich natürlich nicht drauf gekommen, dass man das bestellen kann irgendwie, ja. Sagt was über meine Geisteshaltung damals und so aus. Ich habe gedacht, das ist was ganz Besonderes, ja. Und also wieder Gruppengefühl, auch zu dieser Türsteher dazugehören. Man fühlt sich wichtig, fährt, lernt neue Leute kennen. Und das fand ich dann schon so richtig gut. Und hier tritt dann jetzt auch wieder der Danilo rein. Der Danilo hatte schon in vorherigen Serien auf diesem Kanal mal eine Rolle gespielt. Zum Danilo noch mal kurz, der war sowas wie die rechte Hand vom Paten von Rostock. Selber sehr umtriebig, gerade aus dem Gefängnis raus, in seiner Bewährungszeit und im offenen Vollzug, dann als Rettungssanitäter unterwegs und im Autohandel, Autoschiebereien, alles möglich, wo man Geld verdienen kann, und war natürlich auch in der Türsteherei-Szene unterwegs, der dann relativ schnell das auch mitbekommen hat, okay, das mit den anderen, das war mal so ganz sporadisch, und wenn die da 10, 12 Euro bezahlt haben, ah, das war denen nichts. Das war auch einer, der von Anfang an so Potenzial gesehen hat, okay, wenn die aus dem Rechtsextremismus rausgehen, ja, die können da schon was bewegen, in dem Fahrwasser schwimme ich mit oder wir schwimmen so nebeneinander. Ich will nicht sagen, dass wir so vorausgeschwommen sind, eher so hinterher. Das war schon sehr parallel, hat auf jeden Fall gesehen, okay, die Jungs kann man auch nutzen für Macht, für Gewalt, für Geschäfte und so weiter. Und ja, so ist das dann auch gekommen, dass ich dann mit diesen beiden Brüdern, das hat immer nicht geklappt, die Firma wurde dann nachher auch zugemacht, an jemand anderes übergeben, mit denen haben wir uns dann nicht so gut verstanden, dann haben wir auch gesagt, scheiß drauf, und dann sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass mein Partner, der Mike, den ihr aus den vorherigen Serien ja kennt, den ich kennengelernt habe, der gerade aus dem Knast raus ist, mit dem ich die Rotlicht-Apartments aufgemacht habe und so weiter, dass ich mit dem angefangen habe, mit der Türsteherei. Das war ein langer Weg da jetzt hin, aber nur damit ihr so ein Verständnis dafür bekommt, wie die Serien so jetzt miteinander verknüpft sind. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Teile, aber nachher werdet ihr sehen, ich male so an allen Ecken, und nachher, wenn die Playlists fertig sind, dann ist das eine komplette Story, und wenn nicht, dann fangen wir halt von vorne an. So, also, der Danilo ist dann so, also im Rotlichtmilieu habtet ihr mitbekommen, es wurde das große Geld versprochen, das Geld war nicht so zu verdienen, wie ich mir das vorgestellt habe, und von daher mussten wir so ein bisschen nebenbei Geschäfte machen. Die Türsteherei kam uns da sehr entgegen, der Danilo war beteiligt an einer Firma, die in Schwerin aktiv war, auch in Potsdam und so weiter, die auch größere Events am Start hatte, ja, also die sowas wie große Goa-Veranstaltungen, irgendwas mit Indian Summer Spirit oder irgendwie sowas und was weiß ich, was es da so gibt. Ja, große Veranstaltungen, 2, 3 feste Türen an Diskotheken, Sommerveranstaltungen und so weiter. Und der ist halt auf mich und Mike zugekommen. Mike und Danilo waren jetzt nicht so unbedingt, die waren eher so, ja. Der eine hat über den anderen gelästert, wenn sie sich nicht gesehen haben, wenn sie sich getroffen haben, haben sich das auch oft erst mal ins Gesicht gesagt, was sie voneinander halten, haben irgendwie so zusammengehalten und Geschäfte gemacht, so aus einem Grund von gegenseitigem Mehrwert, ja, das war nie so, dass man eine Wertschätzung hatte, sondern beide haben in dem anderen nur einen Mehrwert gesehen, wie sie an dem verdienen können und so weiter. Auf jeden Fall ging es jetzt los, dass er dann gesagt hat, okay, hättet ihr nicht Lust, das und das zu machen? Bei mir würdet ihr 20 Euro, jeder von euch kriegt den 20 die Stunde. Wo ich mir gesagt habe, okay, 20 ist schon okay. Und wenn wir Leute vermitteln aus dem Club, aus unserem Umfeld, aus dem Bereich Kameradschaft Werwolf oder die jetzt auch langsam in den Rockerclub gehen wollten, dass wir dann für die irgendwie 15 Euro kriegen, 10er reichen wir weiter und 5er für uns. Dann muss man sich die Rechnung machen. Wir beide kriegen, wenn wir da stehen, was weiß ich. Ich sag jetzt mal, 8 Stunden kriegt jeder von uns 160 und du vermittelst noch 5, 6 Leute und dann machst du 5 mal 8 Stunden, 40 Stunden
und 40 Stunden mal 5 Euro verdienen, sind nochmal 200, dann geht man mit 250 raus an so einem Abend und dann macht das schon Spaß. Wenn du nebenbei noch was vertickst oder Eintritt machst, dann geht das auch mal so los, dass du wirklich dann an so einem Abend mit 350, 400 Euro nach Hause gehst. Und die muss man erstmal verdienen. Und wir hatten jetzt ja gerade die Kosten aus dem Rotlichtmilieu und so weiter. Und deswegen haben wir uns dann auch dazu entschlossen. Ich muss dazu sagen, der Mike war jetzt, der hat keinen Alkohol getrunken, ganz wenig. Der hat mal einen Alster getrunken, hat keine Drogen konsumiert und so weiter. Und ich war schon hart am Glas. Ja, also das muss man schon sagen. Die Wochenenden waren schon, in der Woche war ich ja mal recht enthaltsam, es sei denn, es lag was an, ja. Grund findet man ja immer, wenn man das möchte, aber grundsätzlich Alkohol in der Woche ist nicht so mein Ding. Ist natürlich auch stark, wenn man den ganz weglassen kann, genau, ist die beste Entscheidung. Und ich war jetzt auch hart am Glas und für mich war dann so die Türsteherei so, ich muss das auch echt sagen, so, nachdem ich so zwei, drei Mal mit war und habe gedacht, so mein Ego wurde gestreichelt, da bei den anderen beiden Brüdern da, das war alles scheiße, scheiß Organisation, Geld hinterherlaufen, die haben auch alles verzockt und so weiter, da hat man gleich gemerkt, was das für Pfeifen sind. Aber jetzt war das natürlich der Danilo, der hat da, komm, Geld, lass Geld verdienen und so weiter. Der hat auch viele Tricks uns dann so gezeigt, ja. Der wusste echt, wie man eine Zitrone so ausquetscht, dass die so, dass eine Trockenfrucht danach ist, ja. Also da war wirklich keine Feuchtigkeit mehr drin, da konnte alles geldmäßig rausquetschen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, ja. Ich hatte jetzt ja nach diesem Rechtsextremismus, nach der Kameradschaft Werwolf, hatte ich ja so irgendwie das Gefühl so, okay, jetzt geht es um Geld, Macht. Ja, es geht um Geld und Macht, genau. Geld, Macht, Ansehen, ja, wer bin ich, Gesicht wahren, ja, oder Fame bekommen und so weiter, darum ging das. Und ich war motiviert. Ich finde die Türsteherei extremst beschissen. Ich habe gesagt, ich habe mir das Wochenende aufgespart, ich war gerne am Wochenende unterwegs mit den Jungs, feiern, Alkohol irgendwie zu Partys selber im Sommer unterwegs und so weiter. Und dann jetzt irgendwie hieß es um 22 Uhr, ja, wir treffen uns am Strand, da ist Strandparty und da kannst du und Mike können da die Türsteherei machen. Ja, Geld ja, aber irgendwie, boah, Mensch, habe ich so irgendwie keinen Bock drauf, ja. Und das war dann oft so bis 22 Uhr durchzuhalten, war für mich so ein Riesenakt, ja. Die anderen haben sich dann irgendwie 18, 19 Uhr getroffen, haben gefeiert, wollten dann auch zu der Beachparty kommen, weil wir natürlich alle unsere Freunde immer durchgeschleust haben. Wir waren auch so mit die beschissensten Türsteher, die man sich vorstellen kann. Es war uns völlig scheißegal. In Wismar und Raum Wismar haben wir damit gearbeitet, dass die Leute schon wussten, wer wir sind. Und da reichte es schon die Androhung, okay, Digga, wenn du hier einen harten machst, Alter, dann kommen wir dich morgen besuchen und dann wirst du dann umgeschlagen. Ja? Also so eine typische Angstarbeit. Und viele waren halt schon abgeschreckt auch von dem, wie wir halt auch ausgesehen haben und das, was man ausgestrahlt hat. Ja? Wir waren nicht so die Freundlichen, die so begrüßt haben und so weiter. Ich persönlich muss auch sagen, sobald ich 22 Uhr irgendwo ankam, bin ich der Erste, der sich einen Stuhl gesucht hat. Ja? Wie in so einem Schuhladen, wenn ich so irgendwie mit irgendjemandem einkaufen gehen muss oder so, setze ich mich sofort hin oder so. Und so habe ich das in der Türsteherei, habe ich das dann auch gesucht. Und da war natürlich dann irgendwie so nicht die Motivation, dass wir Alkohol kontrolliert haben, nicht mit reinnehmen und so weiter. Ja, wir haben fast alles durchgewunken. Und so ein Veranstalter ist dann auch nicht so zu uns angekommen und hat dann rumgemeckert. Die haben immer nachhinein erst rumgemeckert. Aber nur, dass man so eine Arbeitsmoral. Für mich war das schon ab 22 Uhr war ich müde. Ich habe um 10.30 Uhr das erste Mal gegähnt. Und um 12 Uhr muss ich mir schon Streichhölzer in die Augen stecken, um einigermaßen dann wach zu bleiben. Ja, war nie eine Liebe. Es war eher wirklich so ein Hassgeschäft, aber das Geld halt hat wirklich geschmeckt. Wir sind dann als Anekdote, so um diese Türsteherei mal darzustellen, da gab es so ganz, ganz viele so, also Dorfbums, ja, da wird dann irgendwie jedes Dorf irgendwie drumherum, so um Wismar, macht dann irgendwie an so einem See, da wird ein Zelt aufgebaut, Bierbude, Bratwurst, irgendwas für Kinder, Süßigkeiten und ein Zelt und da wird dann Roland Kaiser und Helene Fischer rauf und runter gespielt. Und ja, die brauchen dann auch immer, weil dann die Dorfjugend kommt und dann natürlich so ehemalige Skinheads oder Skinhead-Kameraden oder Rechtsextreme oder was weiß ich, Dorfschläger, die dann da alle kommen. Ja, alle sind gut drauf um 18 Uhr, um 20 Uhr, yippie-ya-yo, 22 Uhr, erste Blick so, ja, da sieht man das schon. Und um Mitternacht fliegen die Fäuste von allen möglichen Leuten, das muss ich auch mal sagen, von Feuerwehr, Skinheads,
Punks, was weiß ich, alles Mögliche, was aufeinander trifft. Kaum Stimmung kippt so schnell und deswegen brauchten die dann auch immer so gewisse Türsteher-Truppen, ja. Und ja, für mich war das schon eine Erfahrung so, weil ich sonst ja da als Gast war. Und diesmal war das, muss man da so stehen, man trifft die ganzen Pappenheimer vorher, ja, man ermahnt die schon so völlig von oben herab, so auch Türsteherei gemacht, ja. Und dann waren wir so auf diesem Dorfbums und dann sieht man das, wie ich das immer so sage, Gewalttäter ziehen andere Gewalttäter an. Und wenn wir dann so da waren, ja, dann hat man das so gesehen, so um Mitternacht, ja, wenn dann so ein, ja, irgendwie so 2 Meter groß auch so trainiert und spannt so die ganze Zeit so den Bizeps an und spannt so an und dann geht man so irgendwann hin um Mitternacht und sagt, Digga, was ist das, postest du hier, brauchst du einen Spiegel oder so für irgendwas, ja. Und dann hat der natürlich auch so seine Perle dabei, 2, 3 so Kumpels dabei und dann kann der nicht zurückweichen und musst du echt so mit 4 Mann hin und sagen so, pass auf, weißt du, das könnte jetzt dein Abend werden, ne? Der geht dann aber nicht aus mit einem normalen Auto nach Hause und so weiter. Sind dann so Ansprachen, dass die dann auch dementsprechend verstanden werden, was dann meistens auch geklappt hat. Problematisch wird, wenn Alkohol im Spiel ist und ja, auch die Polizei versucht hat, reinzukommen in die nächste Veranstaltung auf so einem Dorfbums. Polizei will ich nicht reinlassen und 2, 3 der Jungs sind völlig drauf, völlig auf Alkohol, kennen uns eigentlich, machen einen harten und wollen sich mit uns anlegen. Und wie das geendet ist hiermit, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Kurze Erklärung, Einstieg, multikriminell. Wir werden über Kreditbetrug, über Goldhandel sprechen mit der italienischen Mafia, Zigeunermafia. Was wird alles kommen? Kunstdiebstahl, ach, ich weiß, ich kriege das jetzt alles gar nicht zusammen. Ein Radiosender betrogen, ach, da kommt ganz, ganz viel. Also ich hoffe, ihr bleibt dran und die neue Serie gefällt euch auch. Lasst einen Daumen da, wenn ihr die neue Serie jetzt schon feiert. Lasst einen Daumen runter da, wenn ihr den Kanal generell scheiße findet. Macht die Glocke an, dann wisst ihr, wenn es ein neues Video gibt, das ist immer schön. Ganz viele exklusive Inhalte gibt es jetzt immer wieder und exklusive Videos gibt es für die Mitglieder auf diesem Kanal, die Mitglied werden oder die Mitglied bei Patreon sind. Das sind einfach die, die das hier ermöglichen, Technik auszubauen, die Interviews zu machen, durch die Gegend zu fahren, diese Interviews und so weiter. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.